Hallo meine Lieben, willkommen zum nächsten Schminksammlungsvideo. Heute geht es um meine Paletten. Und ja, es sind auch wieder einige. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht. Ich habe jetzt gedacht, ich mache das jetzt einfach nochmal. Mich haben da auch ein paar Leute mal vor kurzem gefragt, ob ich das nicht nochmal machen kann. Beziehungsweise ob ich es generell machen kann. Ich habe dann zwar gesagt, ich habe das schon gemacht, aber wir machen es einfach nochmal. Wir fangen erstmal mit so kleinen Sachen an, so Quads eher. Da habe ich einmal von Catrice dieses Quad und zwar ist das die Farbe Matt Spencer in Coral Hill. Die gibt es leider nicht mehr. Ja, und ich swatch euch natürlich alles. Ja, also das ist wirklich schön. Also damit kann man sehr viel anfangen. Es muss nicht immer so teuer sein. Dann mein ältestes Quattro ist von Essence und das gibt es ganz sicher auch nicht mehr. Die sehen ja mittlerweile auch komplett anders aus. Und das ist Ibiza Sun. Und als ich das damals gekauft habe, habe ich das halt nur benutzt, wie ihr hier sehen könnt. Habe ich hier Hit the Pan. Ja, das Blau habe ich irgendwie, glaube ich, nie benutzt. Das sind solche Farben. Ich muss sagen, für Essence Qualität, für das Alter dieses Quads ist es gar nicht schlecht, oder? Dann habe ich zwei Paletten von Wet n Wild. Ich habe einmal die Blue Had Me at Hello Palette, die einfach toll ist. Ich meine, es sind Blautöne und viele von euch werden wahrscheinlich Blautöne gar nicht verwenden, weil man das irgendwie immer mit so den ersten Schminkversuchen quasi assoziiert, die meistens auch failed sind. Aber diese Palette ist wirklich der Wahnsinn. Also Farben, die ich noch nicht bzw. ungern benutze, sind diese drei, weil die mir einfach zu hell sind. Ich mache das jetzt einfach mal so. Das ist die erste Reihe. Wir haben eben da auch Schwarztöne dabei. Und dann machen wir die Reihe noch. Ja, also bei Wet n Wild könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Ich werde auch immer wieder gefragt, wo man Wet n Wild bekommt. Geht am besten mal auf die Wet n Wild Seite. Ich kann die euch auch einfach auch mal unten verlinken. Und da gibt es eine Option Store Finder. Und da könnt ihr gucken, wo es die gibt. Die gibt es oftmals bei Edeka und solchen Sachen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass dieser Locator nicht immer ganz genau ist. Also es kann mal sein, dass es sie vielleicht da doch nicht mehr gibt, aber guck da einfach mal an. Ansonsten gibt es auch bei Amazon, glaube ich, aber da ist es recht teuer, finde ich. Dann habe ich natürlich die Comfort Zone Palette. Die wurde ja total gehypt. Ich finde sie auch echt toll. Wie ihr sehen könnt, den Ton habe ich oft benutzt. Das ist die erste Reihe. Ich finde den Ton halt auch wunderschön, ja. Überraschung, braun und glänzend, schimmrig. Das ist ja irgendwie voll mein Beuteschema. Und dann machen wir noch diese Reihe hier. Und da könnt ihr schon sehen, wie toll diese Farbe ist. Da habe ich irgendwann auch mal einen Dupe-Versuch gemacht mit diesem Catrice Lidschatten aus der Feathered Four Lily. Die waren sich aber nicht ähnlich. Der hier geht eben eher so ins Türkisenrote und das andere war eher so ins Lilane. Ja, meine zwei Wet n Wild Paletten. Dann habe ich die Palette von P2. Die gab es zweimal limitiert. Ich habe sie beim ersten Mal gekauft. Ich weiß nicht, vielleicht bringen die ja nochmal raus. Ich fand die gar nicht so schlecht. Ich glaube, die hat 10 € gekostet damals. Hat eben hier einen ganz großen Spiegel und diese verschiedenen Farben. Ja, dann swatche ich euch die doch auch einfach mal. Es sind halt viele dabei, die sehr pastellig sind, wie ihr jetzt vielleicht sehen könnt. Das ist nicht so meins. Aber die hat auch sehr tolle andere Farben drin. Und finde ich von der Farbabgabe eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Das Schöne ist eben, dass man da alle möglichen bunten Farben drin hat, sowie auch Brauntöne. Also, diese drei finde ich echt toll. Und dann kommen wir schon zu den letzten dreien. Das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Farbe. Ja, das ist die P2-Palette. Wie gesagt, die war leider limitiert. Gab es aber, wie gesagt, auch schon zweimal. Und vielleicht bringt P2 die ja nochmal raus. Dann habe ich eine Palette von Catrice. Das war eine LE und ich glaube, es war die Arts Collection LE. Die hat keinen Namen. Ich finde sie ehrlich gesagt so, ich habe sie vielleicht zwei, dreimal benutzt. Da werde ich sie jetzt auch aussortieren. Aber ich zeige sie euch natürlich. Also, da haben wir zwei Blushes. Den hier finde ich viel zu hell. Das ist halt irgendwie eher Highlighter-mäßig. Also, die Farben sind schon schön, aber irgendwie, ich weiß es nicht.
Ich finde sie ein bisschen schwach auf der Brust und wie gesagt, ich benutze sie einfach nicht. Jetzt bohrt jemand. Dankeschön dafür. So, ich sortiere die Palette jetzt aus, weil ich sie einfach nicht benutze. Weiter geht es mit einer Palette von Yves Saint Laurent. Die habe ich mal von meinem Opa geschenkt bekommen. Die kommt in so einem Samttäschchen, das total schnell schmutzig wird. Und ist eben dann so Gold. An sich ist das ein schönes Teil. Das ist die Gold Celebration Palette in der Farbe oder wie auch immer Starglow. Das, was mich daran ärgert, ist zum einen, sie hat auf den Seiten hier Lippenstifte. Finde ich schon in meiner Palette nicht so toll. Und das sind die Lidschatten. Die haben aber so einen glitzerigen Overspray. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Ja. Also das sind die Farben. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich habe die noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Es war vielleicht ganz lieb gemeint von meinem Opa, aber irgendwie. Ja, ich werde die vielleicht jetzt auch mal aussortieren, obwohl diesen Lippenstift ist irgendwie echt nicht meins. Ich werde sie aussortieren, weil, wie gesagt, ich benutze sie einfach nicht und ja. Dann habe ich von Too Faced die Bonjour Summer Palette. Die habe ich mir in Amerika gekauft. Ich glaube, die gab es auch exklusiv bei Sephora oder so nur. Und die sieht so aus. Die hat eben hier Blushes bzw. Highlighter, die ich persönlich alle zu hell finde. Aber wenn man da ein bisschen blasser ist, ist das natürlich was ganz anderes. Und die Farben sind auch schön. Ich würde mir bei manchen nur mehr Farbabgabe wünschen. Ich zeige euch das mal. Zum Beispiel bei dem Blau. Ich meine, diese Farbe Firefly ist der Hammer. Aber dieses Blau ist so verschwindend gering, würde ich mal behaupten. Und dann machen wir die noch. Und das sind eben so schöne Brauntöne. Also ich finde die eigentlich ganz schön. Nur das Blau ist mir einfach nicht intensiv genug und die Highlighter sind mir zu hell. Ansonsten ist das ein tolles Konzept eigentlich. Die haben ja mehrere von Too Faced, die so klein sind. Und ich finde die Verpackung halt auch toll. Das ist so metallmäßig. So, dann habe ich von eBay eine gefakte Nacke 2 Palette von Urban Decay. Die habe ich von der Siam geschenkt bekommen. Die sieht so aus. Ja, swatche ich doch einfach mal. Sie hatte da, glaube ich, einfach nur Nude Palette eingegeben und hat die dann gefunden. Da steht auch nicht, dass es die Naked Palette sein soll. Ich kann euch leider nicht genau was dazu sagen. Die Farbabgabe finde ich ganz gut. Also bei den meisten zumindest. Manche sind ein bisschen kalkig, aber. An sich ist das eine gute Sache. Ich glaube, die hat nicht mal 5 € gekostet oder so. Das Einzige, was eben mein Problem mit dieser Palette ist, ist, dass die Farben sehr kühl sind. Aber ich meine, das ist auch die Original Naked Palette. Und irgendwie gefällt mir das bei mir nicht so gut. Ja, okay, das Schwarz ist irgendwie nicht vorhanden. Ja. Ja, aber das ist die Fake Naked 2 Palette. Ich habe leider nicht die Original. Darum kann ich sie euch nicht vergleichen. Aber die liebe Blumyberry, die verlinke ich euch mal unten in der Infobox, hat da, glaube ich, mal ein Vergleichsvideo gemacht. Wenn ich das Video finde, verlinke ich es euch in der Infobox und dann könnt ihr da einfach mal gucken. Dann habe ich die Naked 1 Palette. Die habe ich mal von meinem Freund letztes Jahr, glaube ich, zu Weihnachten bekommen. Und ich liebe sie. Also die hat so unglaublich tolle Farben. Mein Freund war auch so lustig. Der meinte damals, weil ich natürlich total verliebt war in diese Palette, meinte, ja, willst du noch ein Backup kaufen? Soll ich sie dir nochmal schenken? Und ich so, hallo? Im Leben werde ich nicht diese Palette leer kriegen. Ja. Und oh mein Gott. Die ist einfach so, so schön. Und die ist eben im Gegensatz zu der Zweier Naked Palette wärmer. Und darum gefällt die mir einfach besser. Wie viel hatte ich denn jetzt schon? 6. 1, 2, 3, 4. Also die Farbabgabe ist bei Urban Decay einfach der Wahnsinn und ja, eine meiner absoluten Lieblingspaletten und die ist eben so schön alltagstauglich. Ja, das ist die Naked Palette. Die kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Ich habe gedacht, der Vollständigkeit halber swatche ich sie euch jetzt einfach auch noch. Und ich habe auch die Naked 3 Palette. Die kommt auch in so einem Metallcase wie die Too Faced. Und geh auf. Wie ihr wahrscheinlich auch wisst, ist die eben eher mit solchen Rosatönen. Und die finde ich auch einen Traum. Also die ist wirklich auch richtig, richtig toll.
Ja, also die Naked Palette, da kann man nichts falsch machen. Wie viel hatte ich denn jetzt schon? Vier, vier, ach, die letzten vier. Ja, wie viel kosten? Ich glaube so um die 50 Euro. Vielleicht auch 45. 40? Ich weiß es nicht. Schaut da einfach mal. Urban Decay bekommt ihr jetzt auch mittlerweile bei Douglas. Das heißt, ihr könnt da einfach reingehen, euch die Sachen munter swatchen und wenn sie euch gefallen, mitnehmen. Ja. Naked Paletten sind ein Traum. Dann habe ich ein paar Sleek Paletten. Und zwar diese hier. Da fangen wir mit der obersten einfach mal an. Die sehen ja vorne immer so aus. Also meine sehen irgendwie alle, bis auf eine, da steht noch was anderes drauf, so aus. Das ist die Vintage Romance Palette. Die haben hier immer noch dieses Blättchen, wo drauf steht, wie die Farben heißen. Das tue ich jetzt aber einfach mal raus. Die Vintage Romance Palette finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Sie ist halt sehr glittrig und ich finde sie halt auch recht dunkel. Also ihr könntet damit jetzt, also ich kann das zumindest nicht, ich kann damit kein Make-up allein schminken, weil man einfach zum Beispiel keine blendende Farben hat oder so. Aber die Farben an sich sind echt toll. Aber wie gesagt, halt sehr schimmerig und sehr dunkel. Also man kann da wirklich sehr schnell zu viel im Gesicht haben. Aber diese lila Töne gerade hier, einfach unglaublich schön. Gerade der, guckt mal. Ja, also das ist die Vintage Romance Palette. Die finde ich sehr, sehr schön. Aber eben eher so eine Abendpalette. Ich habe da auch schon mal mit für den Alltag was geschminkt, aber irgendwie, ich finde sie ein bisschen schwierig für den Alltag, sagen wir es mal so. Dann habe ich die Sunset Palette. Die ist ja im Moment mein absolutes Lieblingsding. Ich habe da auch schon Videos so gedreht, ich habe es noch nicht hochgeladen. Ich habe da schon zu Hause gedreht. Ja, kommt bald. Bam, oder? Also Leute, ich weiß nicht, allein diese Farbe, guckt euch diese Farbe an. Es ist einfach nur fantastisch. Und ich glaube, ich werde damit gleich auch noch was schminken. Mit der oder der Blue Had Made Hello Palette, weil die einfach schöne Farben hat. Haben. Sind ja mehrere. Ich finde, dass dieses Blau irgendwie in der Palette nicht wirklich passt, aber ja. Vielleicht doch, vielleicht für den Sommer irgendwie, um so einen Akzent oder so zu setzen. Ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall eine traumhaft schöne Palette. Eben solche Orangen, Rottöne und ein bisschen Braun auch dabei. Viel Schimmer. Ja, ist einfach wie ein Sonnenuntergang, ne? Sunset eben. Sehr schönes Teil. Dann habe ich die Garden of Eden Palette. Hier ist mir mein Nagellackentferner drauf gekommen. Darum sieht die nicht so schön aus hier. Und die ist eben eher so grün-braun und finde ich auch richtig, richtig toll. Seht ihr, ist auch ein bisschen so lila dabei, aber auch ein bisschen Gold und ein bisschen braun. Also die finde ich auch richtig toll. Ja, ich finde die alle toll. Also von Sleek, ich wurde bis jetzt von Sleek noch nicht enttäuscht. Ich hoffe, das wird sich auch nicht ändern. Kann ich euch echt empfehlen. Die gibt es für, ich glaube, 9,99 €. Zum Beispiel bei Shades of Pink oder bei Cosmetic for Less gibt es das, glaube ich, auch. Sonst kann ich es euch gerade nicht sagen. Ach doch, Cambrie oder wie das heißt. Jo, das ist die Garden of Eden Palette. Ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass die limitiert war, aber ich glaube doch nicht. Ich weiß es nicht genau. Die gibt es auf jeden Fall noch. Dann habe ich die Oh So Special Palette und oh mein Gott, das ist meine absolute Lieblingspalette, glaube ich, von Sleek. Ich weiß nicht. Oh, die sind alle so toll. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Vor allem dieser hier, Gift Basket müsste das sein. Ich habe den Zettel verloren. Habe ich schon echt gut benutzt. Und ja, ich weiß nicht. Ich liebe diese Palette. Das ist auch super für den Alltag. Ja, das ist eben Gift Basket und oh mein Gott. Also zu der greife ich auch wirklich regelmäßig. Die hat eben auch so dunklere Töne, wie ihr hier sehen könnt, aber eben auch diese hellen Töne. Sie hat ein paar matte Töne, sie hat ein paar glitzernde Töne. Also da ist für jeden was dabei. Ja, die Oh So Special Palette ist das. Und wie ihr sehen könnt, die matten Töne, wie das hier oder das hier, die sind auch wirklich gut pigmentiert. Dann habe ich noch die Shangri-La Respect Palette. Die gab es bei Cambrie
.com müsste das, glaube ich, sein. Also C-A-M-B-R-E-E ist das, glaube ich. Die wollte ich schon unglaublich lange haben und die gab es aber nicht, weil die limitiert war. Und ich habe sie dort dann gefunden und das ist diese Palette. Auch richtig, richtig toll. Diese Orangetöne sind halt einfach toll. Guckt mal. Ja, die habe ich jetzt nicht so gut erwischt. Ja, das ist die Shangri-La-Palette. Und dann kommen wir schon, in Anführungszeichen, zu meiner letzten Palette. Und das ist die von Urban Decay, die Weiß 3 Palette. Die kommt ja in diesem Täschchen. Die habe ich euch schon zu Genüge gezeigt, aber ich werde sie euch nochmal swatchen. Sieht so aus. Ich liebe sie, weil man damit einfach auch so vielfältig Sachen schminken kann. Die hat eben sehr bunte Töne, aber auch neutrale Töne. Da seht ihr mich. Ja, man kann, ja, wie gesagt, sie ist sehr vielfältig und darum liebe ich sie. Das sind eben eher so neutrale Töne, mit denen man schöne Looks schminken kann. Dann kommen wir in die zweite Reihe. Da sind eben dann viele bunte Töne, wobei hier Broke Down auch recht neutral ist. Aber oh mein Gott, die Farbabgabe. Leute, also die ist wirklich ihr Geld wert. Ich glaube, die kostet um die 50 Euro. Aber den Kauf habe ich wirklich nicht eine Sekunde bereut. Also Bobby Dazzle, das ist das Weiß hier, das werde ich nie verwenden, weil ich weiß nicht, das ist mir einfach irgendwie nicht. Es ist halt auch so ein bisschen glitzerig. Die Farbe ist die einzigste, die mir irgendwie hier in dieser Palette überhaupt nicht gefällt, aber wer weiß, vielleicht seid ihr ja Leute, die sagen würden, oh mein Gott, das wäre meine absolute Lieblingsfarbe. Who knows, ne? Ja, das ist Sonic. Sonic ist auch ein Hammer. Und dann kommen wir schon zur letzten Reihe. Und das sind eben eher wieder so ein bisschen neutrale Töne. Ja, das ist die Weiß 3 Palette von Urban Decay. Auch einfach schön, schön, schön. Also, die kann ich euch absolut empfehlen. Ich kann euch eigentlich alle empfehlen. Bereue ich irgendeinen Kauf? Nicht wirklich. Ich glaube, wenn ich eine der Paletten abgeben müsste, dann wäre das die Vintage Romance. Aber nicht, weil ich sie nicht schön finde, einfach weil ich sie nicht so oft benutze. Kann man das so sagen? Ja. Ja, aber ansonsten, ja, sind das meine Paletten gewesen. Ich kann sie euch alle nochmal nach vorne holen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die Swatches auch. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!